Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und es gibt ein Update von der App Pokémon Go. Und zwar wird die Version 0.79.2 für Android und 1.49.2 für iOS-Geräte aktualisiert. Und es steht lediglich nur da, dass angeblich nur Fehler behoben worden sind und Performance verbessert wurde. Es steckt aber viel mehr drin. Pokémon Go Hub hat das Data Mining durchgeführt und hat dazu Folgendes geschrieben. Die Audiodateien zu den Pokémon aus der dritten Generation sind jetzt in der APK vorhanden. Das heißt, wir kommen so langsam und aber sehr sicher der Generation 3 näher. Zusätzlich auch die Badge für die dritte Generation. Wie viele Pokédex-Einträge, ihr kennt das, Kanto und Johto haben wir schon und dann wird es wieder eine neue Medaille geben. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Region hieß in der dritten Generation. Aber dafür gibt es dann auch wieder eine Medaille, die ihr dann wieder auf Gold spielen könnt. Zusätzlich wurde ein Halloween 2017 Ladebildschirm gefunden, den wir uns dann gleich gemeinsam mal genauer anschauen. Und es gibt eine Nachtmusik. Ah, da steht tatsächlich Nachtmusik im Halloween generell. Dies spiele ich euch gerade in diesem Moment im Hintergrund einfach mal ab. Durch den Ladebildschirm ist eindeutig klar, dass die dritte Generation zu Halloween kommt, aber unklar ist, kommt die komplette Generation 3 oder nur die gruseligen Pokémon, die auf dem Ladebildschirm abgebildet sind. Das Einzige, was aber Niantic noch machen muss, bevor sie die dritte Generation wirklich veröffentlichen können, sind die Attacken und Fähigkeiten. Bei den Fähigkeiten glaube ich aber nicht, dass sie das jetzt schon gelöst haben. Es gibt wirklich ein paar Probleme mit den Fähigkeiten und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Vielleicht sprechen wir mal in dem nächsten Video über Fähigkeiten. Es wurden auf jeden Fall sehr viele Fehlerkorrekturen gemacht, bei denen man aber noch nicht ganz klar ist, was. Auch Debugging und Tracing Tools wurden eingebaut. Zusätzlich habe ich eine Info zu der App, zu der Version 79.2. Da scheint es Probleme mit dem Pokéball zu geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Problem genau lag. Aber eventuell haben sie das jetzt mit der 79.3 gelöst, die sie heute veröffentlicht haben. Weil dort wurde jetzt nicht wirklich viel gefunden. Da scheint definitiv ein kleiner Hotfix mit drin zu sein, dass gerade in der 2 doch ein gravierender Fehler drin gewesen ist. Es hat was mit dem Ball zu tun. Vielleicht mit dem Werfen oder mit dem Aktualisieren, dass man einen neuen Ball bekommt. Ihr seht hier den englischen Text, wie das so ungefähr ist. Und damals hieß es, die Nachricht ist von gestern, hieß es, man soll erstmal nicht auf die 2 updaten. Auf die 3 kann man wohl eher updaten. Da gab es jetzt noch keine Eilmeldung. Und dadurch, dass die Generation 3 schon sehr greifend nah ist, dies ist übrigens der Ladebildschirm, hat Honk auch einen Livestream gemacht. Schade, dass ich zu dem Zeitpunkt noch in dem Bus saß, um nach Hause zu fahren am Sonntag bis abends, wie ihr das ja in dem vorigen Video schon ganz genau von mir geschildert bekommen habt. Als allererstes vielleicht mal die Pokémon aus der ersten Generation, die wir hier sehen, ganz klar Zubat. Hier Gengar. Witzigerweise kein Nebulak, kein Alpollo. Gut, macht ja nichts. Oder hier ein Raupi. Toll.
zweite Generation Kramux. Und der Rest, dritte Generation. Ich frage mich zwar, was das hier unten sein soll. Ein sehr komisch geformtes Blatt oder etwas anderes. Lässt sich echt schwer erkennen. Das kann einfach nur ein schlechter Schatten sein. Und hier? Kann man da nicht? Ah, schade, näher ran kann man nicht. Das ist eine Enigma-Mütze, wenn ich das richtig erkenne. Und naja, Enigma ist zwar jetzt nicht unbedingt Generation 3, aber eine interessante Mütze, sag ich jetzt mal. Und das erste, was ich jetzt hier nennen würde, ist das, was hier so schön durch die Gegend fliegt. Das ist Choupette. Choupette kann sich zu Banette entwickeln. Das ist dieses hier in der Mitte. Das nächste am höchst fliegende Pokémon auf diesem Bild ist Zwielicht mit den roten Augen. Und die Weiterentwicklung ist dieser hier und das ist Zwirklopp. Das letzte Pokémon auf diesem Bild ist Zubiris. Und das größte Problem an Zubiris ist, es hat nur eine Mega-Entwicklung. Und bis wir in Pokémon Go Mega-Entwicklungen haben, wird es noch Jahre dauern. Das wird unser neuer Liebling zu Kramux sein. Nur Kramux Weiterentwicklung ist 10-mal näher als die Weiterentwicklung von Zubiris. Schade. Ist aber erstmal so. So, und Pokémon Go Hub hat auch eine kleine Analyse dagelassen. Aber ich will jetzt gar nicht eigentlich auf die Analyse eingehen, sondern eher so meine persönliche Einschätzung ist, Banette hat den stärksten Angriff. Damit ist das für mich persönlich eins von den stärksten Angreifern, die zu Halloween neu dazukommen. Im Vergleich zu Gengar gucken wir noch oder muss ich noch schauen. Das nächste Interessante ist vielleicht die Verteidigung. Und zwar das Pokémon mit der stärksten Verteidigung ist Zirklopp. Der hat 234 in der Verteidigung. Das ist Hammer. Ob das jetzt besser oder schlechter als Relaxo ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Und jetzt gehen wir noch auf die Ausdauer und da kommen wir nochmal zu Banette und das hat 128 Ausdauer. Also dieses Pokémon kann ein bisschen mehr als nur angreifen, hält auch dementsprechend viel aus. Gengar hat einen Angriff von 261. Im Gegensatz dazu hat Banette nur 218. Daher ist Gengar immer noch der stärkste Angreifer auf diesem Bild. So, und Zirklopp hat ja eine sehr hohe Verteidigung von 234. Und ich hatte vorhin was von Relaxo gesagt, das war dumm. Das war sehr dumm. Und zwar, weil Relaxo hat keine hohe Verteidigung, sondern einfach nur extrem viel KP und deswegen ist es nicht so einfach, ihn zu besiegen. Wenn wir aber nach dem Verteidigungswert gehen von 234, dann gibt es in der ersten Generation Pantimus und in der zweiten Generation Suicune. Also von daher ist jetzt ein doofer Vergleich vielleicht nicht so einfach. Ich sag mal, es gibt Pokémon, die haben eine höhere Verteidigung. Tentoxa, Fostelka, Arktos, Nachtara mit 250. Oh, interessant. Panzer Eron, Mantax, Onix, Ho-Oh hat 301, Lugia hat 323, Austos 323 und jetzt also was schon richtig krass ist, Austos ist richtig krass, aber jetzt kommt noch Stalos, 333, Potrot,
hat die höchste Verteidigung mit 396, aber dafür eine Ausdauer von 40. Ist natürlich sinnoptimal. Besser wäre, wenn beide Werte hoch wären, dann wäre das definitiv ein Pokémon, das man echt schwer besiegen könnte. Dann wäre Potrot sogar ein guter Arena-Verteidiger. Aber bisher scheinen irgendwie nur Pokémon mit einer hohen Ausdauer wirklich gut zu sein für die Arenen. Deswegen ist Hytera ganz oben, als nächstes Chanera, dann Wuingenau, Relaxo, Knuddeluff, Lapras, Aquana mit 260, genau, Lanturn, Pummeluff, was da Pummeluff kommt und dann Entei, Lugia, Ho-Oh. Und genau, die kann man gar nicht reinsetzen. Naja, okay. Ich schweife ab. Alles ganz viel interessant. Es ist ganz viel interessant. Es ist furchtbar interessant, was es da eigentlich so alles gibt und was man sich da so alles angucken könnte. Ich finde, auf die WP brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Die ist zum Teil total uninteressant. Zumal jedes Pokémon von diesen Geistern schaffen keine 3000 WP. Außer Gengar. Aber ich rede jetzt nur von den neuen, von daher passt es. Ich würde sagen, wir sind hier durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.